Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist zur zweiten Folge dieser Serie über die kognitiven Verzerrungen, die man im Fußball findet. Wenn du also die erste Folge noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir, dies zu tun, bevor du dir diese Folge ansiehst. Heute werden wir über Trainer und Nachwuchsförderung sprechen, aber vor allem über das Scouting zuerst, ein Bereich, den ich auch schon ausführlich mit meinen zwei Videos über den Rekrutierungsprozess des Sevilla FC behandelt habe. Eines Vereins, der eben versucht, möglichst viele nützliche Informationen über die anvisierten Spieler zu erhalten, um die richtige Wahl zu treffen. Auch wenn dies sicherlich das Modell ist, dem man folgen sollte, scheint das Scouting dennoch dazu verurteilt zu sein, von der Verzerrung der Repräsentativität betrügen zu werden. Eine Verzerrung, die uns dazu bringt, dem, was wir beobachtet und uns gemerkt haben, zu viel Bedeutung beizumessen. Das beste Beispiel für diese Verzerrung stammt aus dem Buch Soccernomics, das ich euch zur Lektüre empfehle. Darin wird beschrieben, dass ein großer englischer Verein festgestellt hat, dass seine Scouts die Angewohnheit hatten, blondhaarige Spieler besser zu bewerten als andere, obwohl der Anteil blonder Spieler in der Bevölkerung, abgesehen von Skandinavien, normalerweise nicht sehr hoch ist. Der vermutete Grund dafür: diese Haarfarbe fällt stärker ins Auge, sodass ihre Leistung auffälliger wird. Im gleichen Sinne ist die Nationalität eines Spielers eine Information, die einen großen Einfluss auf das Urteil über ihn haben kann. Für das gleiche Buch behauptete ein Berater, dass es viel leichter sei, einen schlechten Brasilianer zu verkaufen als einen guten Mexikaner, da die Nationalität eben eine gewisse Autorität im Gehirn durchsetzt. Übrigens habe ich auch den Eindruck, dass dieser Mechanismus auch bei anderen Informationen über den betreffenden Spieler stattfinden kann, zum Beispiel bei seiner Kommunikation auf den sozialen Netzwerken, dem Spitznamen oder auch bei der Erscheinung seines Körpers, die insbesondere seine Hautfarbe einschließt. Bevor ich euch das Video einer Situation zeige, die in der zwei Premier League Spieler versuchen, den Ball gegeneinander zu erobern, also ein Zweikampf, möchte ich euch sie kurz vorstellen. Auf der einen Seite haben wir Carlos Sanchez, der in der ärmsten Gegend Kolumbiens geboren wurde. Er ist ein Mittelfeldspieler, der sich selbst als sehr stark einschätzt, sowohl mental und körperlich, und der 82 Kilos wiegt. Nicht überraschend also, dass sein Spitzname La Roca, der Rock, ist. Mit einer Körpergröße von 1,82 Meter überragt er Jamie Vardy, den anderen fraglichen Spieler, um mehrere Zentimeter, vor allem aber um mehrere Kilos, da der Engländer nur 76 Kilos auf die Waage bringt. Obwohl der Kolumbianer nur selten Fotos von sich im Fitnessstudio veröffentlicht, lässt sich trotzdem darauf schließen, dass er regelmäßig dorthin geht. Im Gegensatz zu Jamie Vardy, der sagte, er gehe nicht ins Fitnessstudio, obwohl man versucht habe, ihn dorthin zu bringen. Obwohl der Engländer bei diesem fünften Meisterschaftsspiel der letzten Saison, in der sie den Titel gewonnen haben, noch nicht wirklich berühmt war, gewann er diesen Zweikampf gegen Carlos Sanchez. Ein Spieler, der leichter ist, kann also einen schwereren Gegenspieler sehr gut bewegen, indem er mit ausreichender Geschwindigkeit auf ihn zukommt und sein Körpergewicht gut verlagert. Es wäre auch ein Fehler zu glauben, dass ein Spieler viele Luftzweikämpfe nur deshalb gewinnen wird, weil er relativ groß ist. Das würde die eigentlichen Voraussetzungen für eine gute Leistung in diesem Bereich völlig außer Acht lassen, nämlich die Flugbahn des Balles richtig einzuschätzen, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu kommen, indem man zu der richtigen Höhe springt und dann den Ball mit der richtigen Kraft dorthin schickt, genau wo es hingehen muss. Dies zeigt also, dass man einen Spieler einschließlich seiner körperlichen Fähigkeiten nur dann vollständig beurteilen kann, wenn man ihn auf dem Platz und in verschiedenen Kontexten sieht und nicht nur zuschaut und nicht nur in Clips, in denen nur seine Aktionen mit dem Ball zu sehen sind. Übrigens erinnert mich diese Segmentierung an die Highlight-Videos von
von Spielen, die uns ebenfalls verzehren können, indem sie uns dazu bringen, vor allem die Stürmer positiv und die Verteidiger negativ zu betrachten. Nun aber zu den Trainern, denn auch sie können von diesen kognitiven Verzerrungen profitieren oder benachteiligt werden. Ihre Image spielt zwangsläufig eine Rolle, wenn der Verein über eine mögliche Entlassung nachdenkt, ebenso wie bei der Einstellung eines neuen Trainers. Ein gutes Beispiel dafür ist Andrea Pirlo, der als Trainer von Juventus ausgewählt wurde, obwohl er nur die Erfahrung hatte, die Reservemannschaft des Vereins in der Vorsaison im Monat zuvor zu trainieren. Natürlich hatte er Trainerkurse bestanden, aber die Klasse, die er verkörperte, half ihm sicher dabei. Und damit meine ich vor allem, was für eine Art Spieler er war. Einer der besten Mittelfeldspieler, der für seine Spielintelligenz bekannt war. Aber ist ein Spieler, der das Spiel gut versteht, von Natur aus ein guter Trainer? Ich würde sagen, dass er zwangsläufig mehr Potenzial als sein anderer hat, seine Mannschaft bestmöglich auf den Gegner einzustellen, auch während des Spiels. Aber es ist nur ein Teil der Arbeit eines Trainers, da man auch in der Lage sein muss, den Spielern Motivation und Ideen zu vermitteln. Insbesondere indem man jedes Training minutiös plant. Pirlo kann also durchaus ein großer Trainer werden, aber es ist nicht zu leugnen, dass seine Ernennung zum Trainer einer der besten Mannschaften Italiens ziemlich irrational war. Da er zuvor einfach keine Gelegenheit hatte, das Niveau einer Mannschaft und ihrer Spieler deutlich zu verbessern. Also ohne zu vergessen, dass eine gewisse Erfahrungszeit notwendig ist, um die Details der täglichen Arbeit zu verbessern, die den Unterschied im Endeffekt ausmachen können. Und Trainer, die bei der Nachwuchsförderung tätig sind und oft selbst für das Scouting verantwortlich sind, sollten sich vor dem sogenannten relativen Alter in Acht nehmen. Zwei Kinder im gleichen Alter können sich körperlich unterschiedlich entwickeln und wachsen, vor allem weil ein Kind, das am 31. Dezember eines Jahres geboren wurde, in der Regel gegen Kinder spielen kann, die am 1. Januar desselben Jahres geboren wurden könnten, sodass diese beiden Aspekte den größten Unterschied erklären, der auf dem Spielfeld ab dem Alter von 12 Jahren zu finden ist, einem Alter, in dem einige bereits stark zu wachsen beginnen. Man sollte sich also nicht zu sehr von Aktionen beeindrucken lassen, die fast ausschließlich durch diesen körperlichen Unterschied gelöst werden. Es sind vor allem die technisch-taktischen Fähigkeiten, die eben in der Jugendzeit im Vordergrund eher stehen sollten. Denn das Ziel einer Akademie ist es, jungen Spieler auszubilden, nicht unbedingt die U12-Meisterschaft zu gewinnen. Man sollte die Jugendlichen mit dem größten Potenzial auswählen, daher nicht unbedingt die Besten im Alter von 12 Jahren. Die Nachwuchsförderung und das Trainieren der ersten Mannschaft 1 zu 1 sind im Übrigen wirklich unterschiedlich. In einem Fall wird idealerweise eine Analyse des Gegners vorgenommen, um die Trainingseinheiten der woran die wahrscheinlichen Spielsituationen, die auftreten werden können, anzupassen, und im anderen Fall spielt es keine Rolle, wie die Gegner am Wochenende spielen, sondern es muss idealerweise ein echtes Trainingsprogramm absolviert werden, damit alle Spieler die verschiedenen Spielkonzepte, die es gibt, verinnerlichen können. Ich habe bereits mehrere davon im Kanal mit einer Playlist vorgestellt, die diesem Thema gewidmet ist. Denn genau wie die Spielsituationen, die wir im Training herbeiführen wollen, müssen diese Lernprozesse einmal im Leben eines Fußballspielers stattfinden, damit er letztendlich seine Entscheidungsfindung auf dem Spielfeld verbessern kann. Denn sobald sie sich in einem großen, lauten Stadion befinden, müssen sie ihre Position, ihre Körper, ihre Vororientierung oder auch den Spieler, dem der Ball zugespielt werden soll, selbst wählen können. Deshalb sollte man darauf achten, dass man den Spieler in der Ausbildung, vor allem dem Ballträger nicht zu viel befehlen will, denn sie müssen auch lernen, selbst zu erkennen, welche Elemente für diese Entscheidungen notwendig sind. So, das war's schon von mir. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine ähnliche Inhalte verpasst. Und wenn dir
das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußball-Nerd zu teilen. Das würde mir wirklich helfen, mehr als du glauben könntest. Ciao!